So Leute, willkommen zurück zu One Piece Odyssey. Wir sind gerade in der Wüste und ganz kurz vor Rain Base. Haben wir uns beim letzten Mal noch ein bisschen umgesehen. Ja, ich möchte eine Party schmeißen. Ich möchte nichts großartig herstellen oder kochen. Weil die meisten Sachen, die wir kochen können, könnten wir auch so noch machen. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, dass wir im letzten Part ja eigentlich noch mal gucken wollten, weil Nami was gesagt hat. Und das habe ich dann vollkommen vergessen. Wir haben doch auch noch Kopfgeldmissionen. Wo sind die eigentlich? Da ist auch keiner, ne? Das habe ich abgeschlossen. Kriege ich aber nichts für. Schade. Ja. Aber offenbar kann man hier ja später noch mal rein, wenn es heißt, zum Beispiel Franky könnte dort eine Brücke bauen. Also es heißt wohl, wir werden hier noch sehr, sehr oft reinkommen. Ein Kamel mit ungewöhnlich langen Wimpern. Das ist ziemlich selten. Ich glaube, es an der Nordseite der Ruin. Ich glaube, an der Nordseite der Ruinen war ein Kamel, das von seiner Herde getrennt war. Es war weit entfernt, also konnte ich seine Wimpern oder andere Details nicht ausmachen. Für ein so seltenes Exemplar könnte man ein stattliches Sümmchen bekommen oder es ausstellen. Hoffentlich wurde es noch nicht von irgendwelchen skrupellosen Gestalten gefangen. Ein Kamel mit ungewöhnlich langen Wimpern? Was habe ich gesehen? Es wurde von verdächtig aussehenden Typen gejagt. So, auf keinen Fall normale Leute, Banditen oder Diebe, würde ich sagen. Das war auf der Nordseite der Ruinen. Vielleicht ist es noch da. Okay, die sagen alle Nordseite der Ruinen. Möchte mich hier aber erst mal umsehen. Oh, das ist ein Wasserfall aus Sand. Ganz schön eigenartig. Was ist da oben los? Wer weiß? Ein Sandfall. Ja, war klar, dass hier eine Kiste ist. Gewöhnliche Nudeln kriegen wir hier. Alles klar. Okay. Ist aber auch Zeug. Aber da komme ich gar nicht hin. Vorsicht, Leute, das ist eine Falle. Bist du denn für ein Vieh? Partybonus, 10 von 10. Ah, mit Freundetalent, aber der Ruffy kann nur die Freundesattacke einsetzen. Aber die ist eigentlich gar nicht mal so schwach. Ach, das macht Ruffy nichts. Chopper hat auch noch einen Vorteil. Ja, dann Chopper. Hier mal volle Talentaktion. Ist immer noch lustig, dass die Untertitel falsch sind. Wie der Vogel lebt immer noch. Ah, nochmal können wir das aber nicht machen. Die leider aber nicht, dann kümmert sich Nami drum. Jura-Vogel. Was zum Henker, warum wurden wir auf einmal angegriffen? Vielleicht, weil ihr über den riesigen Knochenhaufen gelaufen seid. Das Geräusch, wenn die Knochen unter unseren Füßen knirschen, muss es aufgeweckt haben. Also reagiert das auf Geräusche? Vielleicht hat es einen leichten Schlaf.
Hier liegen überall Knochen verstreut. Wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Okay, verstehe. Das ist jetzt so ein neues Element. Dass ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht zu laut bin, oder wie? Ah, da drüben. Ah, jetzt bin ich auf das Ding getreten, ja. Hey, wer ist da drauf getreten? Hey, ich. Okay, mehr Birdie. Nami angreifen, das ist aber nicht nett. Chopper, sei mal so freundlich. Mein Controller geht leer. Das wäre nicht gut. Ja, Nami, hau den einfach mal wieder weg. Ja, eigentlich wollte ich hier auf Nami wechseln. Weil sie ja meinte, hier ist etwas. Aber gerade will sie nicht. Genau was gesehen. Was da? Ach, shit. Ja. Ist er absichtlich drauf getreten? Es war keine Absicht. Der sieht nach. Sieht der Vogel nicht aus, als würde er gebraten nicht gut schmecken? Also war es doch Absicht. Ja, wir braten den. Ist in Ordnung, Ruffy. War das ein kritischer Schlag oder was? Sah so aus und klang so. Dann können wir aber eigentlich mit allen normal draufhauen. Ja, der frisst aber viel. Andererseits, wir haben ihn so gut wie. Blutungsschaden, ja, dann hätte ich doch besser komplett draufhauen sollen. Aber egal, wir haben ja hinten einen Speicherpunkt gehabt, im Notfall gehen wir zurück. So, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Stimmt, das da wollte ich haben. Mal wieder Nami. Ich eben mit Ruffy geholt. Auch super. Ja, es sieht halt so aus, als ob ich hier mit Ruffy irgendwas kriegen kann. Ich glaube, ich lasse Nami einfach. Das ist ein Spinosaurus. Hey, da ist ein Schatz. Bin gespannt, was da drin ist. Nein, warte. Sieht dich dann diese gefährlich weckende Echse nicht? Sie ist umgeben von Knochen. Wenn wir sie aufwecken, frisst sie uns auch. Oder vielleicht auch. Diese Echse ist sowas von cool. Wecken wir sie auch. Nee. Ja, Nami will den Schatz und wir wollen eigentlich das Vieh nicht aufwecken. Ich nehme an, wenn ich auf den Knochen trete, wecke ich die Echse auf.
Aber hier gibt es halt so schöne Sammelgegenstände. Da möchte ich eigentlich schon noch hin. Aber zunächst mal möchte ich mich umgucken, bevor ich mit der Echse kämpfe. Alles sammeln, was es zu sammeln gibt. Und das ist nicht gerade wenig. Das habe ich vergessen. Ich sollte immer das Haki aktivieren. Nicht, dass hier irgendwo was ist, was ich gerne hätte. Nur Gift das da mehr. Das ist nix. Da geht die Story weiter. Und wenn ich an die Schätze ran will, muss ich sie weg. Und ihr wisst, wie ich bin. Ich will mir später nicht sagen, ich hätte irgendwas vergessen. Warum verschränkt er die Arme? Leviathan ist das? Okay. Der nimmt aber wenig Schaden. Wir auch. Ja, Nami hat leider noch keine Freundschaftsattacke. Ich beklau ihn. Mach wenig Schaden, aber vielleicht kann ich ihn vergiften. Weil ich schon zum Bluten bringe. Ups, nein. Sind ja alle außer Nami relativ fit. Und im Notfall kann ich Nami dann nochmal heilen. Bullet? Kostet. Bullet kostet mehr, macht weniger Schaden. Wahrscheinlich, weil wir es nicht hochgeskillt haben. Vielleicht sollten wir das mal ändern. Oh, der spuckt alle an. Machen wir mal eine Freundesattacke. Ja, einfach Cyclone-Tempo drauf. Das war wohl ein kritischer Treffer. Sehr schön. So, Bast tot. Oh, er ist ohnmächtig. Na dann, reicht auch ein normaler Schlag. Weil solange der bewusstlos ist, kann jeder einmal normal hauen. Bart SB. Oh, er ist hin. Verschlossen, hier komme ich nicht an den Schatz ran. Ja. Warum kommen wir an so viele Schätze nicht dran? Ring mit Angriffskraft hoch und Ring mit Mumm hoch. Alles klar. Ärgert mich immer, wenn man an sowas nicht drankommt. Wir sind draußen. Ach, schade. Mada, Sunahama ga konna ni tsuzuku no?
Und dieser Strand hört einfach nicht auf. Das ist kein Strand. Vor uns ist ein Berg. Wir müssen ihn umgehen. Klettern wir hier runter und gehen dann nach Osten. Können wir machen. Kann ich hier einfach runter? Oh, ja, kann ich tatsächlich. Jetzt habe ich aber Angst, was verpasst zu haben. Nami kann alle treffen, aber halt nicht gut. Außer halt den, der wirklich als nächstes dran ist. Da mache ich den gerade mit dem Cyclone Tempo. Oh, mach dir mal den Weg frei. Dann rennt der Letzte garantiert weg. Ja. Nasakine Yarude. Sencho no Jamade. Michi wa akete morau. Leichter Reißzahn, okay. Da ist eine Kiste, die will ich haben. Wusste, dass ich nichts vergessen möchte. 10.000 Berry, nehme ich. So, und was will ich hier oben? Ich habe mich jetzt hier hochgezogen, um an nichts dran zu kommen. Doch, da. Ah. Das ist, damit ich das Nest da oben zerschießen kann. Also dieses Pseudonest. Wir haben ja gehört, dass das nur eine Pflanze ist, die aussieht wie Nester. Aber Lysop hätte auch da hochschießen können. Bin ich mir fast sicher. Ah, wenn ich direkt daneben stehe, kann ich das auch so machen. Ist jetzt auf den Boden gefallen? Oder habe ich das jetzt? Jetzt stehen die ja alle auf einem Haufen. Und alle für Nami anfällig. Ja, komm. Thunderbolt! Mal genau gucken, dass wir nichts verpassen. Ja, da lag nämlich noch was. Ah, das sind wieder Leute, die mit Kraft kaputt machbar sind. Okay, Ruffy, einmal bitte die Gatling auf die Leute vor Chopper. Chopper, einmal den Bergbanditen bitte. Schade, war nicht tödlich. Jetzt habe ich natürlich eine doofe Reihenfolge gewählt. Ja, alle verfehlt. Aber er ist abgehauen. Weiches Horn. Sehr schön. Ja, ich will den ganzen Kram einfach mitnehmen.
Zur Sicherheit. Nicht, dass uns dann irgendwann mal irgendwas fehlt. Das möchte ich nicht. Nami-san, Da ist noch einer. Wollte aber nochmal auf die Map gucken. Nebengeschichtenereignisse gibt es ja jetzt hier noch ein paar. Ja, komm, dann lasse ich den einen Typen gerade mal Typ sein. Warum würde irgendjemand seine Besitztümer hier zurücklassen? Die gehören vermutlich den Banditen da drüben. Das kann gut sein. Wenn euch irgendwas Wertvolles ins Auge springt, sollten wir es mitnehmen. Du machst keine halben Sachen, oder was? Nee, Nami sowieso nicht. Aha, Geld. Oh, gar nicht mal so wenig. Nochmal 5000. Ich will auf jeden Fall gucken, was das große Objekt in der Mitte ist. Was ist das? Das sind die Überreste einer alten Straße. Das scheint wohl eine ziemlich wohlhabende Gegend gewesen zu sein. Okay. Hier haben wir einen Typen. Rainbows liegt östlich von hier. Ja, verstehe. Ist nur ein... Ein Rainbase liegt östlich von hier, Typ. Ich hab doch gesagt, dass ihr nach Osten gehen sollt. Was meinst du denn, was wir gerade machen? Ja, hier geht's doch nach Osten, oder? Ihr seid solche Trottel. Wir müssen zurück zum Anfang. Passt beim nächsten Mal besser auf, verstanden? Wir dürfen nur nach Osten gerade. Das heißt, wir dürfen uns jetzt hier nicht umsehen und wir dürfen auch nicht unsere Nebenquests machen. Ah, zum Kotzen. Ausgedehnter Treibsand, da kommen wir garantiert nicht durch. Dann müssen wir doch zurück. Na toll, dabei hatten wir es gerade über diesen zerklüfteten Berg geschafft. Das sieht wie Treibsand. Das sieht aus wie Treibsand. Angesichts der Größenordnung muss die Strömung ziemlich stark sein. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir nicht einfach so durchlaufen können. Das ist problematisch. Wie sollen wir jetzt nach Rainbase kommen? Aber nicht geht es Vivi gut. Versuchen wir es mal etwas weiter im Norden. Ja, jetzt dürfen wir nach Norden. Begib dich nach Norden. Ja, wollte ich sowieso. Wollt mir einmal das Ding in der Mitte ansehen? Chopper ist so lieb. Der kümmert sich immer um alle. Ich hab gerade keine Lust zu kämpfen, weil das wieder so viel Zeit frisst. Diese Ruine, es scheint, als wäre sie Teil eines größeren Gebäudes. Liegt der Rest etwa unter dem Sand begraben? Höchstwahrscheinlich. Man kann sogar noch sehen, dass es rund um diese Ruine mal Straßen gab. Das war also einst eine große Stadt. Dieses Gebäude stand in ihrer Mitte. Jetzt ist alles von Sand verdeckt. Das ist doch verrückt.
Ja. Das ist leider etwas, was sehr viel passiert, dass solche Sachen dann irgendwann halt sich im wahrsten Sinne des Wortes im Sand verlaufen. Warte mal. Die hat das hier ist eine stärkere Attacke, nämlich die hier, die Gum Gum Bullet. Stationsteil, ja, ist alles abgeschlossen. Nami hat leider nur zwei und ich kann leider nur hier reinsetzen. Zubereiten, ja. Du hast inzwischen drei. Dann auf jeden Fall den starken Angriff verstärken. Sie hat nur eins. Da ist eigentlich wurscht. Lysop hat schon alle drei für den Feuerstern verballert. Aber der ist halt auch gut. Zorro hat schon eine ganze Menge verballert, aber auch für die guten Sachen. Der Rest ist eigentlich wurscht. Okay. Weiter geht's. Wüstentomate. Miro, was ist da? Doko. Hier ist eine Oase. Wenn du was trinken willst, darfst du. Du bist ja offensichtlich keine Teufelsfruchtnutzerin. Dementsprechend, solange das Süßwasser ist, kann sie hier eigentlich trinken, so viel sie will. Ohne weitere Bedenken. Muss ich gerade mal auf die Karte gucken. Ja, wir sind natürlich an unserem Ziel vorbeigelaufen. Aber hier ist wieder der Affe. Warte, Ruffy, geh nicht alleine los. Hm, wer zum Henker bist du? Sehr interessant. Und was zum Henker war das? Wohin ist der verschwunden? Was? Es ist weg, mein Geld ist weg. Hat mich jemand bestohlen? Ich kann es gar nicht glauben. Was sollen wir tun, Ruffy? Wollen wir ihnen folgen? Können wir nicht erst was trinken? Nein, wir müssen ihm sofort folgen. Ich warte hier auf euch. Du hast bestimmt vor, das ganze Wasser alleine zu trinken. Nein. Weil Aizen noch schneller weglaufen, wenn ich bei euch bin. Gibt es dafür einen Grund? Das... Nein, ich weiß auch nicht so recht. Wie auch immer, wie dem auch sei, der Dieb, der euer Geldbeutel gestohlen hat, ist ein Joyser. Die sind nett und ziemlich schwach. Normalerweise würden sie über sowas Böses gar nicht machen. Aber der hat den Geldbeutel gestohlen. Ja, genau wie ein Aizer. Okay, Aizer, sagt sie, also sag ich mal nicht Aizer. Aizer sehen aus wie Joyser. Sind aber ziemlich aggressiv, sie schaden Leuten oft. Egal, ob das ein Joyser oder Aizer ist. Wir folgen ihnen. Ich glaube, wir kriegen jetzt das mit dem Taxi demnächst erklärt. Was ich aber sehr störend finde, ist, dass wir jetzt nicht zum Speicherpunkt laufen dürfen. Oder darf ich? Lässt mich Nami noch bis zum Speicherpunkt laufen? Nein. Nami lässt mich nicht speichern.
Gut, Leute. Aber ihr lasst mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit One Piece Odyssey. Bis dann, euer Wolf.